Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zum MotoGP 17 Managerkarriere. Wir sind in Jerez, 10 Rundenrennen. Und ja, nach etlichen Tests und Versuchsaufnahmen jetzt ein weiterer Part. Ich muss zweimal weich fahren. Ich weiß, theoretisch wäre zwar zweimal oder zumindest hinten mittel der Reifen sinnvoller, weil er mir auch eingebrochen ist, aber irgendwie bei der Aufnahme will es nicht funktionieren. Stürze über Stürze. Ich will es ja unbedingt im Pro-Modus von der Fahrphysik schaffen. Und das habe ich auch bei den Tests immer eigentlich gut hinbekommen. Ja, versuchen wir es einfach noch einmal. Es ist immer ein bisschen auch rennbedingt abhängig das Ganze. Morbido auf der Pole. Und ich werde mal die Klappe halten und einfach nur racen. Und vielleicht ein bisschen auf der Start und Ziel kurze Analysen abgeben. Viel Spaß. Ja, das war schon mal schlecht, dieser Wipper. Ich habe das Gefühl, generell in diese Manager-Suite ist nicht die beste, leider. Ohne Spaß, die beste Gefühl hatte ich auf der KTM. Auf der Werks-KTM. Außen aufs Körb bei gefüllten 100 Runden auch noch nie passiert. Nur jetzt in der Aufnahme. Sensationell. Ja, war mal klar, dass Bassini da noch einmal versucht vorbeizugehen. Die Traktion einmal auf der Geraden ein bisschen aus. Ja, so oft zweimal weich komme ich super mit. Sobald ein Reifen da auf Mittel ist, komme ich mit den Jungs da vorne überhaupt nicht mehr mit. Vor allem wenn man in der Wiederholung schaut, haben die auch alle, wenn es stimmt von der Optik her, ich weiß es nicht, zweimal weich drauf, nur Problem ist, sie brechen nicht ein. Die KI bricht zum Schluss einfach nicht ein. Wo mein Reifen schon komplett weg ist und ich nicht einmal mehr rausbeschleunigen kann, kann die KI dann auch normale Runden fahren. Nur aus diesem Grund bin ich auf Traktion Mittel gegangen. Bei der schnellen Runde und so auf Pro, wenn ich hier fahre. Bin ich auch auf P7, glaube ich, weltweit sogar. Ja, funktioniert das natürlich alles ohne Traktionskontrolle am besten, wegen der Leistung eben. Aber ich muss einfach Reifen schonen, das hilft nichts. Bassini, ich glaube keine Angst. Mit meiner Bremse hier kann ich dich leider hier nicht angreifen. Mit den anderen würde es gehen. Na, wieder zu spät eingelenkt. Das ist bei der Aufnahme mitten
Sprechen ein bisschen ganz dramatisch. Ja, genau. Was fahre ich da so langsam? Unfassbar. So aufpassen über die Curbs. Weiß nicht, ob es was bringt, wenn die Traktion dann nach dem Ausbeschleunigen ein bisschen auf Null geht. Aber fürs Gefühl. Hier wird es nichts mehr bringen, wenn wir schon auf der Geraden sind, wegen Traktionskontrolle. So, nicht du von hinten da. Ja, genau. Leck mich doch am Arsch. Fährt man der wieder hinten rein einfach. Fährt man der einfach wieder hinten rein. Schaut mal, von wo der kommt überhaupt. Das geht ja gar nicht. Ich lenke schon ein und er fährt mir einfach hinten drauf. Der wäre selber jetzt komplett zu weit gegangen. Ja gut, dann werden wir das anders machen. Kollege, musst dich hinten anstellen. So nicht. Ja, das ist natürlich das Problem. Jetzt haben wir den Kontakt nach vorne ein bisschen verloren. Ah, geht schon wieder. Aber nur weil wir die Linie nicht fahren konnten, weil uns der sonst reingegrätscht wäre. Den wollte ich auf keinen Fall vorbeilassen. Fährt er mal wieder rein. Jetzt fährt er mal wieder rein hinten. Verpiss dich doch. Das gibt's ja nicht. Sorry. Aber da werde ich zum Vettel. Ja, das
das war jetzt ein Wipper zu viel, das war die kleine Bodenwelle, glaube ich. Und schon ist er da. Ja, du kannst mich mal da hinten. Machen das jetzt beide vorwärts? Ich glaube. Ja, normal mit der KTM oder so würde ich den angreifen, aber das muss ich anders versuchen. Schön hinten dran zu bleiben und dann hier vorne vorbeizugehen. Aber aufgrund meiner schlechten Bremse ist das relativ schwierig. Und ich muss sagen, zumindest der Reifenverbrauch gibt mir Hoffnung. Gibt mir Hoffnung. Witzigerweise beim 13% Rennen hat das nicht so gut funktioniert. Entweder haben die das nicht so gut gerechnet oder keine Ahnung. Aber P8, wenn das so bleibt, müssen wir fast zufrieden sein. Das war jetzt auch die vorsichtige Variante. Kommt da von hinten eh keiner rein. Und dann können wir hier die schöne Linie nämlich fahren. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß beim Rennen. Ah, bekommt die KI Probleme, weil er so weit geht hier mit seinem Reifen vielleicht? Das wäre jetzt geil, Freunde. Das wäre extrem. Oh, jetzt da aufpassen. Nicht lenken, nicht bremsen, nicht Gas geben am Körb. In voller Schräglage. Das ist auf Pro extrem giftig. Na, hier raus dafür wieder schwierig. Schauen wir mal, ob er da vorne auch wieder Probleme kriegt. Fahren wir jetzt hinten nicht rein, bitte. Ja, geht. Na, schön eng bleiben, genau, dann passt das schon. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Bleiben, dann passt das auch. Aber so verlieren wir natürlich auch blöderweise den Anschlussbild weiter nach vor wieder. Wo wir gar nicht so schlecht unterwegs waren. Wieso haben wir auf einmal so einen Griff bekommen? Das ist schlecht, jetzt haben wir aus vorne wieder den nächsten Fahrer verloren und den Anschluss. Geht er wieder ein bisschen weiter vorne. Da hat er Probleme irgendwie in der Kurve. Wow. Diesmal die Kurve am schlechtesten vom ganzen Grand Prix erwischt. Und da sind sie auch schon hinten. Wie die Aasgeier. Ja, zumindest hinter den Zweien dann wieder ein großes Loch. Das gibt Hoffnung. Für eine gute Endplatzierung, ja. Jetzt haben wir natürlich nicht ganz die Linie gehabt innen. Jetzt geht einmal Marini durch.
jetzt traue ich mich nicht mehr so hundertprozentig. Sobald wir da noch in der Nähe vom Körb sind. Weil der Reifen grundsätzlich gar nicht so schlecht ausschaut. Geht auch noch Wärsch durch. Also ich kämpfe mit stumpfen Waffen, weil ich hier nicht angreifen kann, sonst ich gehe jetzt schon zu weit. Zwei Runden noch. P10. Na, da ist wieder mein P10. Ich glaube, so leichte Probleme haben sie auch. Die KI ist aber nicht so gravierend wie ich irgendwie. Na, doch. Hälfte weg und... Ich glaube, die KI hat gar keinen Reifenverschleiß. Das werde ich jetzt einmal testen. Ist jetzt mal so meine These. Und ich werde das mal in den nächsten Test Grand Prix auch durchtesten. Und wenn das so ist, schalte ich Beinhard den Reifenverschleiß aus. Beinhard, da kenne ich nichts. Sehe ich nicht ein. Multiplayer haben sie es nicht hinbekommen, da hat man einen extremen Verbrauch im Multiplayer, wenn man fährt. Das stimmt überhaupt nicht überein. Aber ich glaube erst seit dem Patch. Vorher hat das sogar irgendwie ein bisschen besser funktioniert sogar. Ich kann mich auch täuschen, ich muss mich dann mit Slice noch einmal zusammenreden, aber mir kommt so vor, als hätte die KI hier so gut wie keinen Reifenverschleiß. So, letzte Runde, P10. Wenn es dabei bliebe, wäre es geil. Gute Punkte für unsere Suta. Fritz Seiring kommt da schon von hinten. Na, endlich guter Einlenkpunkt hier. Das passt schon einmal. Na, leicht das Körperwisch, das war unnötig. Das werde ich aber definitiv noch probieren. Ich glaube, wenn ich Reifenverschleiß ausschalte, werde ich vorne bleiben. Vom Speed her. Ich werde es dann in den nächsten Grand Prix von mir erfahren. Ja, das Slice schreibt uns gleich mitten in die Aufnahme. Cool. Macht aber nichts. So. Zielüberfahrt. Coole Sache. Jo. P10. Eine 43. Ja, die schnellste Runde war jetzt auch nicht so schnell. Gut, beim Test ist klar, da habe ich jetzt bei meiner Testfahrt, da hatte ich eigentlich so ziemlich die gleiche Runde wie Morbidelli. Da war ich nicht weit weg. Aber bei der Aufnahme habe ich es nicht wirklich viel riskiert. An gewissen Stellen zumindest. Morbidelli Marquez, Doppelsieg wieder für Marco VDS. Oliveira mit der KTM Dritter. Dann Lütti. Ja, mit der KTM habe ich auch getestet. Da habe ich irgendwie am besten oder am meisten Gefühl.
So. 12. hier mit 15 Punkten. Ja, quasi hinten wird es auch nicht mehr so kommen. Also bis P10, Quartararo 16 Punkte, ist glaube ich alles möglich für uns. Gut, das soll es dann für heute schon gewesen sein. Ich muss dazu sagen, im Test bin ich 13 Runden gefahren. Keine Ahnung, ob das irgendwie vom Reifenverbrauch dann anders ist. Muss ich bei den nächsten Testfahrten beobachten. Mit demselben Reifensatz. 10 und 13 Runden oder 35 und 50%. Ob sich da irgendwas ändert. Zum Glück ist mir jetzt der Reifen zumindest nicht so eingebrochen. Das habe ich jetzt gewundert. Deswegen war ich auch so vorsichtig. Aber vielleicht war es wirklich wegen der Traktionskontrolle, dass wir da ein bisschen gespart haben. Das ist natürlich... Ja, muss man auf alles drauf kommen. Wie wir das einzige hier das Ziel erreicht. Aoki, unser Teamkollege, ist zwar nach vorgekommen auf die 25, aber Qualifying Speed fehlt ihm da noch irgendwie. Keine Ahnung, wie ich die, auch bei allen irgendwie, starten immer von mindestens der 30. Ja gut, die Motos-Free-Piloten sind da auch nicht wirklich weit nach vorgekommen. Das war nix. Aoki wenigstens hier ein bisschen nach vorgekommen. So, wieder ein bisschen Kohle. Gut. Dann sage ich danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.